Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Heute spielen wir einen Gruppenkopf. Was auch immer das ist. Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Ja, ich glaube, die Mission hatten wir schon mal. Wir wollten ursprünglich ein Rennen fahren, aber GTA hat anders entschieden. Für uns. Genau, wir haben einfach zu lange gewartet, bis wir die Aufnahme starten. Daher müssen wir jetzt einfach das nochmal machen. Und ich würde sagen, wir starten einfach nochmal. Schnellstart. Können wir noch jemanden einladen? Spieler werden eingeladen. Ja, man sieht, werden viele eingeladen. Nämlich irgendwie keiner. Was sehr schade ist. Wie denn ja, sowas allerdings. Mit mehr Leuten macht vielleicht auch noch ein bisschen mehr Spaß, aber ja. Ausdauer hat so ein Balken vom. Du bist ein Trampler, ein Bruchblut und ein Fahranfänger. Ja, ich bin ja auch noch Level 6. Ja, also wie beim Singleplayer-Modus. Steigt man in seinen Eigenschaften. Oh, da kommt noch jemand. Steigt man seinen Eigenschaften, während man diese ausübt. Also quasi, wer viel schießt, der, bei dem steigert sich auch Schießen. Deswegen würde ich das nächste Mal gerne in einen zu einem Schießstand gehen. Was hältst du denn davon? Ja, finde ich eine gute Idee. Können wir gerne machen. Okay, aber erstmal machen wir. Carlo ist übrigens mit am Start. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal zwei. 22. Der wird uns fertig machen. Also egal, wir starten einfach mal. John Carlo, deine Herausforderung nehmen wir gerne an. Aber keine 1026 genau. Mal. Du bist mit am Start. Ja, aber ich bin... So. Ah ja, das also ist John. Er ja. Sieht absolut aus John, wie du ein trägst John. Übrigens keine Hose. Ich weiß nicht, ob das John, dir bekannt ist. John, du hast da was vergessen. Ich kann nicht bei. Ey, du da, geh mal bitte in das andere Team für John Carlo. So funktioniert das nicht. Okay, das heißt, ich muss alleine gegen dich und den 22 Stufen machen. Das klingt sehr ja, fair für mich. Ich muss jetzt mit John Carlo spielen, ja? Muss ich dann auch meine Hose ausziehen? Oh, du hättest natürlich eigentlich mir beitreten können. Fällt mir so gerade ein. Ja. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Ich stehe mal bei dieses John Carlo. Diamantenauto ein. Okay, das heißt, ich habe jetzt sehr viel Glück. Und darf gegen zwei Spieler spielen, die beide besser sind als ich. Sag das nicht. Ich habe in der letzten Folge irgendwie ständig verloren. Das kam dir nur so vor. Ich klau mal gerade ein anderes Auto. Natürlich jetzt sehr schlau. Aber damit kann ich mir ja so ein bisschen einen Vor... ein bisschen die Chancen vielleicht erhöhen, wenn ich mit einem schönen Auto fahre. So. Dann habe ich zumindest wieder ein bisschen mehr Bums unter dem Hintern. Oh, das ist böse mit mir. Ja. John Carlo ist gerade bei mir ins Auto gestiegen und ich fahre wie der letzte... Ah, nee, ich bin gleich da. Ich fahre gar nicht so schlecht. Ja, ich bin übrigens ganz weit weg, aber ich komme jetzt auch angerast. Wetten, das ist wieder so ein Superschütze, der mich mit einem Schuss umhaut. Oh, ihr habt ihr das schon geklaut? Ein schnelleres. Ah, ihr seid dahinter. Ich seh's. Ich seh euch. Ich seh euch auf der Karte. So, ich schneide euch mal ein bisschen den Weg ab. Das Beweismaterial wurde fallen gelassen. Rot! Ah, oh, nein! Verdammt! Ich steige jetzt übrigens in dein Auto ein. Ich habe dich da gerade rausgezogen. Ah, nee, ah, doch, ich kann in das Auto einsteigen. Wollte ich sagen. So, wo ist denn mein Freund ohne Hose? Wow! Oh, oh, ich hab die Polizei übrigens am Arsch. Ja, nicht nur du. So, oh, du hast meine Reifen zerschossen. Wie es aussieht. Natürlich. Oh, John Carlo kommt. Ja, das ist wieder typisch mit der, gegen MP habe ich natürlich größere Probleme. Wo bist du? Ich bin gerade tot.
sehr gut. Weil Giancarlo hat mich mit seiner MP innerhalb von Sekundenbruchteilen erledigt. Wo ich natürlich nicht viel gegen ausrichten kann. Aber wenn ich mich ruhig verhalte, dann erledigt die Polizei vielleicht ihren Dienst dabei und erledigt euch. Yay! Ich bin auf jeden Fall dicht hinter euch. Hui! Verdammt! Kopfschuss! Verdammt! Oh Mann! Das ist ein spannendes Duell. Ja. Weil ich natürlich auch jetzt falsch rum gespawnt werde, das ist auch sehr nett. So, ich bin jetzt direkt wieder dicht hinter dir. Yeah, und! Verdammt! Sehr schön. Ja, der Charlie, ich sag doch, der Charlie macht mich die ganze Zeit nass. Ich komme gerade nur nicht dazu, vernünftig vor den Cops zu flüchten, weil die mich hier so dermaßen jagen. Das irgendwas explodiert gerade. Au! Oh. Du hast das Auto gewechselt. Die Polizei hat mich gerade überfahren. Nein! Da hat er mich. Der Mascher hat mich erwischt. Verdammt, wo ist das Päckchen? Nein, das Weitmaterial ist weg. Wo liegt das? Verdammt. Verdammt, das lag unter dem Polizeiauto. Verdammt. Das Chaos ist perfekt, oder? Ja, total. Total toll. Aber ich bin ganz nah dran. Nicht schon wieder. Das ist unfassbar, was hier passiert. Unfassbar. Verdammt, ich komm gar nicht da ran. Da sind die ganzen Polizeiautos drauf. So, ich bin natürlich jetzt unterhalb der Brücke aufgetaucht. Und muss jetzt irgendwie hier raufkommen. Ich stehe das mit Weißmaterial. Hier ist ein Cop in einem Zivilauto. Was ist das denn? Ja, das machen die immer, wenn die so ein Auto haben. So. Hallo. Wo? Du sollst deinen eigenen Mann nicht umfahren. Ja. Ja, du bist aus. Du hast das. Aber das fällt dir nicht für dich, der Kill. Oh Mann. Warum komme ich eigentlich immer falsch rum raus? Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich denn jetzt zu euch da runter? Ja. Ah, hier vorne, ich hab's schon gesehen. Yeah, Action! Wo kamst du denn hergeflogen? Oh Gott, ich glaube, ihr habt gewonnen. Lass doch mal in Ruhe. Ah, oh, schön. Oh, verdammt, Sackgasse. Nein, ganz schlechte Idee. Ja, ganz schlechte Idee. Ich näher mich gerade übrigens deinem Kumpel. Und mein Auto ist gerade total Schrott. Ich hab keinen Reifen mehr. Sehr schön. Wo trinkt man ein ordentliches Auto? Beziehungsweise eine ordentliche Waffe auch. Ah. Ich hab irgendwann anderes umgebaut als. Als vom Ohr. Sehr schön. Was? Warum bin ich explodiert? Ist dein Auto gerade in die Luft geflogen oder was? Das war spektakulär. Wirklich spektakulär. Aber ich bin direkt hinter dem Päckchen. Lass mich mal weg da. Na oh, toll. Mann. Ich würde am Anfang das Auto nicht wechseln. Ich freue mich.
Vor allem, weil die Fahrt kein Ende nimmt. Also ich glaube, er muss aber auch die Polizei loswerden. Oder sie, besser gesagt. Ja, er oder sie. John ohne Hose. Auf jeden Fall ohne Hose. In einem Körper einer Frau. Ein Mann im Körper einer Frau. Da ist irgendwas falsch gelaufen. So, ich bin jetzt ganz nah an ihm dran. Ah, das wird ja entfliehen ein bisschen schwierig. Sie dominiert mich. Sie ist eine Domina. Ja, sie. Was? Ja, sie ist gerade auf der anderen Seite von mir. Ah, verdammt, das gibt's doch nicht. Hör die verdammten MP. Ich will auch eine MP haben. So, ich bin jetzt mit John unterwegs. Ja, ich bin wieder hinter euch. Oder versuche es zumindest. Lässt sich nicht mehr steuern, kaum noch. Ach, du bist am Steuern, oder was? Verschwinden gerade Autos. Ja, wir sitzen beide gerade in einem Auto. Also nicht in einem, also jeder hat ein eigenes. Und wir rasen gerade hier Richtung Garage. Ja, die Polizei hat euch wahrscheinlich jetzt nicht mehr am Hintern. Aber ich bin natürlich immer noch am Start. Und ich versuche nur gerade irgendwie rauszufinden, wo es hier lang geht. Ah, hier wahrscheinlich. So, schiedes Beweismaterial, ja. Ich glaube, ich... Auf dem Weg zur Garage. Wir sind fast da. Das ist ja erfreulich. Nein! Hilfe! Ich versuche euch doch irgendwie zu erwischen. Aber ich glaube, das wird nichts für mich werden dieses Mal. Aber ihr seid nicht mehr weit weg von mir. Johns Auto funktioniert auch nicht mehr. Da hast du uns aber schön von der Straße abgedrängt. Ja, dich wie dich. Was? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Verdammt, hier steht ein Auto. Ja, ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das haben wir für uns entschieden. Ach, das gönne ich dir, nachdem du das letzte Mal ja so oft verloren hast. Ja, das stimmt allerdings. Verliere! Aber natürlich auch nur in vereinter Stärke mit John. John ohne Hose. Ich danke dir. Ich bekomme nicht mal Erfahrungspunkte. Ich habe vorhin auch keine Erfahrungspunkte bekommen, als ich verloren habe. Gemein. Die Crimes haben gewonnen. War auch gemein, ich war ja alleine. Ich gebe kein Dombo. Das war sehr unausgewogen. Ja, was gibt's denn hier noch? Rennen, Fallschirmsprung. Luxusachterbahn, ich will kein Rennen. Luxusachterbahn? Wie, du willst kein Rennen? Ich mach mal aktualisieren. Okay. Also, was haben wir denn noch hier? Begrüßungskomitee. Haben wir schon gemacht. Genau. Hier gibt es noch eine Mission. Beacon Theater. Und oben Last Team Standing. Ich will auch mal aktualisieren. Industrie. Fallschirmsprung. Ah, Fallschirmsprung. Muss nicht sein. Ist das ein Seerennen? Okay. Oh, da ist jemand für das Flugzeugrennen. Ich schließe mich einfach mal an. Ich schließe mich auch mal an. Wir wissen noch nicht, worum es geht. Nee, schließe uns einfach mal an. Bunte Markierungen. Schön. Es ist ein Online-Tipp. Genauso wie spontane Rennen. Und der weiße Bildschirm, die Wolken. Dichte Wolkendecke heute über... Ja, Los Santos Rock Radio, das ist mir zu heiß. Wenn du von einem amerikanischen Militärstützpunkt desertierst, solltest du das Land so schnell wie möglich verlassen. Läufer mit USB-Sticks vollgepflastet Material versuchen von der Militärbasis Fort Zancudo auf Geländemaschinen ins Hafenviertel zu gelangen. Jäger in Kampfflugzeugen versuchen die auszuschalten. Oh Gott. Ganz ehrlich, die Folge habe ich online schon mal gesehen.
du Schwein, du bist mir voraus. Die hat übrigens Ausdauer komplett voll und ist ein Militärschütze. Es wäre natürlich... Okay, ich komme mal zu dir, zu den Jägern. Ja, okay. Und dann geht's los. Bereit. So, jetzt spielen wir alleine gegen, zu zweit gegen Yuan, oder nee, John hieß er, ne? John. Lady John. Lady John. Du bist jetzt unser Ziel. Genau. Ich dachte, wir fliegen als Jäger. Ja, doch, da sind die Flugzeuge. Ach, du Scheiße. Und kannst du fliegen? Erledige den Gegner. Ich bin übrigens noch nie mit so einem Jet geflogen. Soll ich dir was verraten? Du auch nicht. Ich auch nicht. Yo, es geht los. Iceman und Maverick auf der Jagd. Zu Top Gun. So, ich mach mal mein Gestell runter. Wie schießt denn hier überhaupt? Das ist eine verdammt gute Frage. Ah, mit X. Mit X, ja, ich hab's auch da rausgefunden. Und mit Quadrat kannst du wie immer die Waffen wechseln. So, das heißt, wir müssen jetzt Wuhan ausschalten, die gerade vor mir irgendwo lang fährt. Oh, da ist meine Rakete gerade explodiert. In der Luft. So, Wuhan. Hast du es geschafft, direkt wieder bei John zu sein? Ich bin gerade einen tierischen Umweg geflogen. Oh, ich habe sie gerade nicht erledigt. Ich mach mal gerade einen kleinen... Wow, 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 wow! Wie, du hast Selbstmord begangen? Was ist mit dir los? Was ist denn los? Bist du auch gestorben, oder was? Nö, ich fliege noch. Kann ich nicht mehr dabei treten? Ja, Leute, ich bin gerade... Oh. Ich bin gerade leider gestorben. Du fliegst irgendwie falsch. Du kannst übrigens mit dem rechten Stick das Fahrgestell mal einklappen. Dann fliegst du ein bisschen schneller. Das wollte ich auch machen. Vielleicht bin ich deswegen nicht hinterhergekommen. Kameramodus. Yay. Yeah. Also drück mal Quadrat, dann kannst du die Raketen benutzen. Die haben so eine Autotierfunktion. Ah, okay. Ich konnte immerhin zwei Schüsse absetzen. Ich weiß nicht, wie toll das Auto jetzt noch ist. Genau das ist mir auch passiert. Also ich bin dafür, dass wir eine Revanche machen. Ja, ja. Das geht ja gar nicht. Alles unter Kontrolle. Die sind total toll. Die sind die Besten, die es gibt. Gefällt mir definitiv. Oh, nein. Nein. Ah, das war falsch. Was denn? Ich wollte eigentlich machen, gefällt mir und nicht gefällt mir nicht. Ah, okay. Kann ich nicht rückgängig machen? Das gefällt mir. Hallo. Oh, ich habe gerade auf Profil gedrückt, deswegen lädt jetzt Wiederholung. Ja. Sehr gut. John ist unserer Meinung und möchte gern auch nochmal. Ja, das war ja gar nichts. Da komme ich mir so richtig albern vor. Ja, ich habe mich einen Moment länger in der Luft halten können als du, aber... Meine großen Flugkünste, die sind phänomenal. Meine großen Flugkünste konnte ich leider nicht zeigen. Wir sind normalerweise besser. Normalerweise. Ja, wenn die Kamera aus ist, ne? Ist klar. Normalerweise sind wir die Besten, die es gibt. Jo, Giancarlo tritt bei. Dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal. Dabei. Sehr schön. Doch, der Charlie zockt wieder am Start. Natürlich, natürlich. Dafür sind wir doch hier. Ja. Kürzlich beigetretene Spieler haben wir keine. So, dann lassen wir doch den John mal fliegen und wir sind die Läufer und. Ja. Außer er möchte wieder. Jagen. Bitte? Ja, wir lassen uns jetzt von ihm jagen. Ja. Oh Gott, bitte nicht. Oh nein. Bitte nicht Motorräder. Nicht ein Motorrad, ne? Als ich die Folge mal gesehen habe, gab es Autos. Aber scheinbar. Ja, der Juan hat ja gerade auch ein Auto gehabt. Ja. Hier fahr mich direkt um. Oh, Entschuldigung. Vielleicht finden wir unterwegs ein Auto und können das einfach mal kapern. Ja.
So, lieber Juan, zeig mal, was du drauf hast. Wahrscheinlich nagelt er uns jetzt innerhalb von 2 Sekunden um. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wo der John ist, aber er ist mit Sicherheit schon auf dem Weg. Wow! Und ich habe schon eine Befürchtung. Nein! Wie, du hast das Spiel was verlassen? Was ist denn jetzt passiert? Ich wurde aus der GTA Online-Sitzung rausgeworfen. Warum was das? Was ist das denn? Jetzt geht das wieder los, oder wie? Irgendwas ist mir gerade auch passiert. Freunde. Ich bin Gewinner! Yeah. Ich glaube, unsere Session ist gerade abgeschmiert. Aber immerhin bekomme ich jetzt aus welchem Grund auch immer 1000 Dollar und 450 Erfahrung. Der Moscher zockt, Gewinner. Also ich glaube, sie ist gerade irgendwo gegengeflogen. Das kann natürlich sein. Also bei mir bist du noch drin. Beenden. Nee, ich bin wieder raus aus dem Game. Ich komme jetzt mal gerade wieder online. Ja, versuch ihm mal irgendwie beizutreten. Nee, ich muss dir beitreten, weil ich bin wieder offline. Ja, deswegen sage ich ja, versuchen wir mal beizutreten. Und ich versuche so lange einfach mal die Zeit offen zu halten, weil ich mache es einfach nochmal wiederholen. Ja. Und es lädt. Aber ich würde sagen... So, GTA Online wird betreten, jawohl. Ja. Aber ich würde sagen, wir versuchen nochmal gerade zueinander zu finden und so lange würde ich sagen, hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann nochmal mit Top Fun. Ganz genau, schaltet wieder ein, wenn wir wieder GTA Online spielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.